Der Kopf bleibt nicht gedrückt, Menno. Und hier geht's nicht runter. Da muss ich wohl irgendwie vorher noch das Ding aktivieren. Also die Treppe von unten irgendwie. Also vorher runter, die Treppe aktivieren und dann... Gut, schaue ich noch mal kurz auf die andere Seite, weil ich meine, dieses rote Drehding, das war doch ganz nah. Das war doch gesehen da. Das muss doch irgendwie zu erreichen sein. Hm, nö. Bitte, wer sagt nein? Menno. Gut, also schauen wir uns weiter um. Schauen, ob wir irgendwie einen Gang finden, der uns erlaubt, uns zu heilen. Ach Gottchen, das wird ja noch... Oh Gott, das ist ja noch viel größer. Oh weia. Das wird ja immer besser. Also hier in dem Raum muss irgendwo diese Leiter nach oben auszuklappen sein. Oh, was zur Hölle? Und sie Erde. Nein, egal. Und weiter geht's. Na. Tja, was machst du jetzt? Ach genau, Wasser. Ha, super. Du hast den tollsten Job von allen, Lady. Ja, ich weiß ihn natürlich, ich hab den Zauber. Hat das überhaupt einen Effekt? Ich habe nicht mal dieses Kling von der Abwehr gehört. Hoppla, falscher Zauber. Nicht das klingen. Nochmal, was war denn da gerade los? Ah, abgewehrt, okay. Toll. Diese ganze Scheißabwehrerei, ey. Jetzt habe ich nur noch eine Möglichkeit, Wasser zu leveln, und das ist über Diamantenstaub. Toll. Nicht wirklich eine Option, würde ich mal sagen. Ich kann es zweimal einsetzen. Naja, und über Heilung halt. Blödes Element, muss man ganz klar sagen. Now you'll be okay. Zwei Schläge, zwei Tote. Wo muss es gehen? Ja, genau. Ja, und da kann sie halt noch knistern machen. Wow. Ich könnte mir echt schönere Methoden vorstellen, Wasser zu leveln. Aber hey. Was muss, das muss. Ach, ich wollte ja... Ach, ich wollte jetzt zu Bogen testen. Mist. Gott sei Dank überlebt das.
Okay, verdammt, aber das überlebt er nicht. See my power. All right, we won. Ich glaube, ich muss jetzt langsam mal wieder irgendwie im Offscreen eine ordentliche Level Session einlegen. So, ohne Stream und Gelaber, die ganze Zeit einfach nur grind, grind, was? Ich rutsche runter? Mit dem Boden hier rutsche ich irgendwie so ganz komisch. Au! So, Susburg, ich hab's nicht vergessen. Muss nur dran denken, wenn Su auch noch wieder an der Reihe ist. Das ist, dauert noch eine ganze Weile. Burnout. So. Du hast den Reiter da. Ah, seine Uhr sagt mir, wir müssen bald mal wieder Streamunterbrechung machen. Weil, because of, damit das eben nicht, damit ich mit diesem Teil jetzt nicht die gleiche Probleme habe wie gleich. Machen wir nach dem Kampf dann. So viel Zeit habe ich. Ach genau. Gegenstände. Bogen. So. Genau. Der Bogen hat mir dieses Kissen hier. Das heißt quasi, dieses Item simuliert den, diesen Knisternzauber. Mit dem netten Beieffekt, keine MP zu verbrauchen. Wollte ich nur mal demonstrieren, so. Das ist genauso wie dieses, diese Keule, die Dingensens heilt. Die, wodurch ich halt Verwirrung. Die macht das genauso. Die kann man halt so als Item benutzen. Braucht sich dabei natürlich hoffentlich nicht. Nein, die braucht sie natürlich nicht. Auf die Weise kann man eben bestimmte Zauber, die man zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Charakter nicht hat, oder bestimmte Items, die man dadurch nicht mitschleppen muss, simulieren, sag ich mal. Und zack. Oh, komm schon. Das gibt es für normaler Finesse. Da sind ja die Werte solcher Bögen meistens nicht so. Oder solcher Waffen und Ausrüstung allgemein nicht ganz so berauschend. Weil die haben ja einen aktiven Effekt. Ha, genau auf Null gekommen. So. So viel zur Demonstration. Da ich Knister nun wirklich oft genug habe, genügt das. Feuer 3. Bald hat er die gleich nächstes Level up bei Feuer, hat er die hier. Hier die Feuersäule. Und dann kann ich auch und dann noch eins, das dürfte dann schnell gehen, weil ich meine MP, dann die Stufe 2 MP eigentlich bedenkenlos rausheizen kann. Oh ja, dann wird das schon. Hab ja einen Speicherpunkt am Anfang. Das wird bloß kein Spaß, diese ganzen Schalter zu suchen und bist du denn vor abtauchen? Nichts hier abtauchen, verpieseln oder wie auch immer du es nennst. Hier wird geblieben, gekämpft und getötet geworden.
Feuer, genau. Ich habe wieder vergessen, was ich leveln wollte. So stimmt Erde. So. Final Knistern. Crackle. Da hinten hin. Können wir das nämlich abhaken. Und zack. Yay. So, aber auf einzelne Arme werde so Personen schleudern. Yippie! Unmengen von Zaubern, wohlgemerkt. Das große Wettrennen. Wer ist am schnellsten? Und wir haben einen Gewinner. Das dürfte aber auch niemanden wundern. Ich glaube, Gatwin setzt den letzten Schlag. Schaut, dann wollte sie nicht schnell genug von dem Treffer erhöhen. Tada! Ja, Entschuldigung, ich muss ja auch irgendwie ein bisschen meine Stimme und mein Hals auflaufen und laufen halten. Ja, ich knabber und trinke nebenbei, Herrgott. So eine Knabberbox. Habe ich neu vom Filmabend noch übrig. Schlimm, stört. Oder weckt es nur den Neid? Ja, oh, das ist fiese grüne Zeug. Ja. Irrreiter, Echsenreiter, Elite, oh Gott. Das volle Programm. Weißt du was, geht wohl nicht, aber keine Lust. Mach mal weg den Scheiß. Ehrlich, bis der mit seinem scheiß Bell durch, jetzt habe ich die Viecher auch Bahn weggerotzt. Oh, weia. So, wenn du so langsam bist, Gatwin, dann... Und tschüss. You're no match for me. Zumal, ich liebe diesen Angriff. Nur zur Info. Diese Animation, so ähnlich, wird auch verwendet in Grandia 2 als ultimative Schwerttechnik des dortigen Schwertkämpfers. Des Hauptcharakters. Das ist das ist da aber so die richtig üble Alleskiller-Vernichtungsattacke. Also die ist da wirklich böse stark. Man kann sie erst ganz spät lernen, selbst dann ist sie noch schweineteuer. Und ich sehe schon, da komme ich nicht hoch. Lass mich raten, hier komme ich auch nicht hoch. Wie komme ich hier wieder raus? Hilfe. Na, versuchen wir es einfach so. Und kostet dafür dann auch 99 SP, also Spezialpunkte. Das kann man auch gut mit den SP hier vergleichen, denke ich. Das ist ganz schön eklig dann. Macht dafür dann aber halt auch so üblen Schaden, dass es echt so wie hier der Angriff auch die Standardfights in der... Die